Jo, hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. War das so schnell? Hoffentlich. Ja. Es geht weiter. Und wir machen uns auf den Weg weiter zu dem. Ah, gut. Und ein Heilen. Ein Heilen. Ja, ein Heilen, ne? So, wir machen uns auf dem Weg weiter. So, Kineshain. Habe ich ja noch gar nicht gesagt, wo wir hinwollen, ne? So. Ich habe jetzt R vergessen. So. Aber ich bin sehr positiv beeindruckt von der Vielfalt der Fauna in Skyrim. Klar, alles nordisch, alles Schnee und so, aber es gibt auch wirklich saftige Wiesen oder hier, ne, sowas. Ja, oder als wir nach, ja, als wir nach, wo waren wir? Ja, also hier, Ivarstadt gegangen sind. Der Wechsel der Fauna, dieses Waldgebiet hat mich beeindruckt. Aber das war auch schon bei Teil 4 die große Stärke des Spiels. Dass ja die vielfältig I see a dragon over there und da müssen wir wohl hin zum Drachen. Da steht läuft ein Riese, das es steht nicht, der läuft. So, jetzt müssen wir bis dahin, aber mal sehen, wie kommen wir am besten dahin? Ich gehe erstmal hier lang und sammle natürlich alles ein, was wir finden an Alchemie-Zutaten, weil das ist immer gut. Alchemie-Zutaten sind immer gut. So, ach ja, ich habe vergessen, die Uhr zu stellen. Ja. Ich sage, es ist nicht nötig, aber ich, stell halt gern die Uhr, damit ich punktgenau sehe, ja, jetzt aufnehmen, jetzt Aufnahme stoppen. Ich habe eben was gehört, eine Stimme. Ich weiß nicht, ob ich. Ja, jetzt habe ich sie gehört. Er war. Ist das etwa Alduin? Ja, das ist, glaube ich, wirklich Alduin. Der Drache, der uns wahrscheinlich eher unfreiwillig befreit hat. Aus der misslichen Lage am Anfang. Das ist Alduin. Er ist auch einer der nordischen Götter. Ja. Alduin ist ein Gott der Nord. Und hier sind wir. Ist sie schon da? Ich weiß ja mal. Nicht, dass wir jetzt ein Problem haben. Salognir, Sil Grodova Ulze. Ah, gut. What the? Oh, Scheiße. Der Drache ist erwacht. Die Sprache der Drachen. Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir, Krita Jori. So, los geht's. Salognir ist unser Gegner. Komm wieder. Komm her, Salognir. Oh. Soldat des Sturmmäntel ist hier wohl gestorben. Sehr gut, sie hat. Da ist sie ja! Sie ist schon da!
Wo ist er jetzt? Ich muss auf die Gefährten achten. Ah, Mist. Ja, müssen wir. Salognir, du wirst leiden. Ja, schade ihm. Ungefähr die Hälfte von ihm ist schon weg. Wow, da stürzt er. Da stürzt er ab. Dann soll es also ein echter Kampf werden. Ja, soll es. Au, 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 au. Er ist tot. Nix? Ihr habt es geschafft? Dann wartet. Etwas geht da vor sich. Ja. Ihr Götter im Himmel. So, es holt mir alles, was er hat. Auch wenn das, wie ihr seht, sehr viel ist. Und wir nehmen seine Seele auf. Drachenseele aufgenommen. Es stimmt nicht wahr. Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja. Und jetzt bin immer noch da. Trägt erstmal Lydia ein paar Dinge von mir. So, nämlich, was gebe ich ihr? Ich brauche insgesamt, ja, das kriegt sie. Und dieses Nordschwert kriegt sie, damit ich wieder laufen kann. Ihr geht vor, ich folge. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja. Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Gut. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Die Klingen? Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Die Klingen wurden übrigens offiziell aufgelöst vom Kaiser im Rahmen des Weißgold-Konkordats. Das ist eine Art Friedensvertrag mit den Talmor, die fast das gesamte Kaiserreich ausgelöst hätten. Und dieser Friedensvertrag enthält folgende Forderungen. Die Auflösung der Klingen, der Verbot von der Anbietung von Talos, Tiber Septim, und das Abtreten von Südhammerfell an die Talmor. Und das hat der Kaiser nach einem Krieg, nach dem Krieg um das Kaiserreich zugestimmt. So. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Ja. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden, bis heute. Was ist unser nächster Schritt? Jetzt müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Alduin. Die Talmor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Ja. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht.
die während genau. des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Genau, das meine ich. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Genau. Die Talmor sind die Anführer des Altmeri-Bundes. Insgesamt, Moment, also die Somerset-Insel natürlich. Es haben sich auch noch folgende Provinzen von Tamriel den Talmor angeschlossen, nämlich Valenwald, Schwarzmaß und eben Elsweyr. Südhammerfell gehört übrigens nicht mehr den Talmor, wie es der Bund, wie es das Konkordat vorsah. Die Rotwardonen von Hammerfell haben sich dagegen aufgelehnt und haben die Talmor vertrieben. Dafür wurde Hammerfell aber ausgeschlossen von den Provinzen. Hammerfell ist keine kaiserliche Provinz mehr. Wurde, weil sie eben den Forderungen nicht nachgehen wollten, aberkannt als Provinz. Zuerst müssen wir die Talmor sind unsere heiße. Gut, das hat sie schon gesagt. Wenn sie nicht selbst dahinter so. Stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Ich werde euch auch später mehr noch über den großen Krieg erzählen. Jetzt aber habe ich euch nur so viel erstmal erzählen wollen, wie wir brauchen. Wie ihr braucht an Informationen, um mitzukommen. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Genau. Nichts Handfestes, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmor hätte sonst etwas davon? Das ist wahr. Okay. Wir müssen herausfinden, ob die Talmor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. So, wie kommen... Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmor gelangen. Okay, und wie kommen wir dahin? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Okay. Behaltet den Himmel im Auge. Ja. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Gut, eine Klinge im Dunkeln. Begonnen, diplomatische Immunität. Damit haben wir übrigens theoretisch das, weil es wurde hier ja nichts angezeigt. Wir haben praktisch das zweite Kapitel der Hauptquest, den zweiten Akt, erreicht. Es gibt drei Akte. Und entschuldigt mich, wenn ich die ganze Zeit mich räuspere, das liegt eben noch an der kleinen, an der noch bestehenden Erkältung und so. So. Himmel im Auge behalten. Die ganze Zeit in den Himmel gucken. Himmel im Auge behalten. Sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung. Haha, ich habe es geschafft, das Gasthaus zu finden, obwohl ich die ganze Zeit in den Himmel geguckt habe. Wunderbar. So. Gut, sie ist noch nicht da. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. Doch, sie ist da. Ich habe einen Plan. Okay. Wunderbar. So, ja, so langsam wird es spannend, ja. Jetzt geht es darum, in die Botschaft der Talmor einzudringen. Übrigens, da gibt es ein Dokument, von dem ich gehört habe, das ich unbedingt finden und euch vorlesen will, weil es etwas über Ulfrichs Sturmmantel erzählt. Etwas sehr Wichtiges. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Okay.
Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Das ist gut. Die Botschafterin der Talmor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmor einschmeicheln. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Okay. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der Richtige, aber er kann euch helfen. Ihr heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich werde ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im Zwinkern den Skeva treffen soll. Kennt ihr den? Währenddessen versuche ich, euch eine Einladung zu Elenvens kleiner Feier zu beschaffen. Gut. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Noch Fragen? An sich nicht. Obwohl, doch. Dann geht der Spaß erst richtig los. Ihr müsst euch von der Feier davonschleichen, ohne Verdacht zu erregen. Dann müsst ihr Elenvens Büro finden und ihre Akten durchsuchen. Malborn kann euch sicher sagen, wo ihr suchen müsst. Wer ist dieser Kontakt? Macht euch keine Sorgen wegen Malborn. Er ist nicht so gefährlich wie ihr. Aber er hasst die Talmor mindestens so sehr wie ich. Er ist ein Waldelf. Und ich. Bei einer dieser Säuberungsaktionen in Wallenwald, von denen wir niemals etwas hören, haben die Talmor seine gesamte Familie ausgelöscht. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Sonst würde er bei den Feiern der Botschaft keine Getränke servieren. Oh. Ja. Oh. Wie komme ich auf die Feier? Darum kümmere ich mich. Ihr erhaltet eine echte Einladung, keine Sorge. Solange ihr die Rolle eines Speichelleckers der Talmor spielen könnt, werdet ihr an den Wachen vorbeikommen. Gut. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Okay, dann haben wir einen handfesten neuen Auftrag. Wir müssen so einer Feier, die die Talmor geben, und da in Kontakt finden. So, okay. Was habt ihr immer noch Fragen? Nein, aber ich will an euch beiden... Lydia. Ja, da gab... Ich hab da mal irgendwo ein Bild gesehen. Was habt ihr immer noch Fragen? Na, lag mich vorbei. Dann geh, Delfin. Geh. Ich glaube, ich halte... immer noch Fragen? Nein! Ah, sie geht. Ah, endlich. Ja, ich glaube, ich zeige euch dieses Bild. Das ist meine... gleich zu Beginn des nächsten Parts. Was habt ihr immer noch Fragen? Ja, kann ich vorbeigehen. Das wäre nett. Was habt ihr immer noch Fragen? Das hast du mich schon 500 Mal gefragt. Du hast mich schon 500 Mal gefragt, ob ich Fragen habe. Wunderbar. Ich habe keine Fragen, aber sie hat scheinbar eine Menge. Nämlich immer dieselbe. Aber jetzt sind wir draußen. Jetzt können wir nach Einsamkeit. Ich denke nach Einsamkeit. Müssen wir, Weltkarte bitte? Nein, Weltkarte. Ja, wir müssen tatsächlich nach Einsamkeit. Zurück. Wunderbar. Wie gesagt, ich werde nur zu Orten reisen, schnell reisen, die wir schon kennen, wo wir schon waren. Wenn es ein Ort ist, der neu ist, dann, ja, reisen wir so hin. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, das trägt ein bisschen die Spielzeit und so, ja, wisst ihr? mach ich noch weiter in der kurzen Zeit oder... Was auf jeden Fall noch sagen will, ich habe euch gerade gesagt, dass ich euch ein Bild zeigen werde am Beginn des nächsten Partes und das werde ich auch. Ich muss nur gucken, dass ich das noch finde, wieder, dann zeige ich es euch. Ein ganz lustiges Bild, das meine Situation von eben gut darstellt, gut parodiert. So, ja, dann müssen wir erstmal gucken, wo ist der eigentlich. Ach klar, klar, sie hat ja was gesagt. Zum Skeva da, diesem Gasthaus. Ja.
So, na, ich denke, ich mache einen Cut hier an dieser Stelle. Auch wenn er jetzt ein bisschen kürzer ist, der Part. Ja, in der Zeit lohnt sich das nicht mehr. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle, Song gesagt, ne? Mache ich einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Bis dahin. Ciao.